Hallo zusammen, ich hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening präsentieren. Und zwar habe ich mir wieder ein paar Paragon-Kisten gefarmt. Wenn wir jetzt mal reingucken, habe ich nämlich schon zwei mit dem Char quasi im Inventar und mit dem anderen Horden-Char auch nochmal ein paar. Beziehungsweise ich habe auch hier ein bisschen was vorgefarmt. Beim Rostbolzenwiderstand habe ich jetzt schon 19.952 Ruf, auch noch eine Ruftoken-Geschichte im Inventar und dementsprechend können wir da jetzt gleich drei Kisten aufmachen. Heißt, ich werde heute einen Haufen neue Kisten aufmachen, also sprich, wenn dann von Nasjatar oder Mechagon, und ich hoffe, dass ich endlich da mal eine Legendary-Essenz rausziehen werde. Ich habe ja mittlerweile hier schon sechs Stück und ja, noch leider keine aus den Paragon-Kisten. Und ich würde sagen, da starten wir mal durch. Ich setze jetzt hier mal auf Tank. Wahrscheinlich hat das keine Auswirkung, aber wir machen es jetzt einfach mal, um vielleicht so ein bisschen die Lootgötter zu beschwichtigen. So, wir machen die ersten Vorräte des Rostbolzen auf. Und ich habe nichts rausgekriegt, lediglich Gold und Kriegsressourcen. Dann können wir eigentlich hier rangehen und direkt die nächsten rausholen. Jetzt schauen wir mal. Nummer 2. Blizzard, warum tust du das mir an? Es waren jetzt einfach 20.000 Gold für nichts rausgepulvert. Ja gut, so, dann dritte Vorräte. Ach, ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. So, 30.000 Ruf rausgeballert für ein bisschen Gold. Okay, gut. Dann haben wir jetzt drei Kisten aufgemacht. Dann haben wir hier noch eine von den Ankuanern. Mount oder Legendary Essence. Ach komm, warum? Ich will keine Kisten mehr farmen. Ja gut, haben wir vier Kisten und jetzt ist die Geschichte Ankuana oder Talanji. Komm, wir machen Ankuana. Ich hab's Mount! Yes, nice. Ja, sehr schön. Okay, ich krieg zwar keine Legendary Essenzen, aber ich habe zumindest das Mount. Heißt, heißt, ich muss jetzt keine Kisten mehr mit irgendwelchen Twinks farmen, weil ich jetzt durch, ja, durch die Geschichte mit dem Mount alle Sachen habe, die nicht char-spezifisch sind. Heißt, ja, es gibt ja die zwei Toys aus den Ankuana beziehungsweise in fesselnden Kiste. Und dann das Mount, das wir jetzt hier einmal lernen werden. Und dann halt noch die Legendary Essence. Die Legendary Essenzen sind aber Char-spezifisch. Und dementsprechend bräuchte ich das mit den Twinks jetzt nicht mehr machen. Weil ich das jetzt Mount rausgezogen habe und so auf dem Glückstrip bin, mache ich jetzt heute noch eine sechste Kiste auf. Und zwar die von den Talanji-Expeditionen. Alter, hab ich einen Luck. Oh, Leute. Ah, nice. Ja, jetzt kann ich den Char hier löschen. Offiziell. Ach. Okay, also ich fasse gerade mein Glück gerade nicht. Das war jetzt die 12. Kiste, die ich jetzt mit dem aufgemacht habe. Und ich brauche nur noch dieses Toy. Und jetzt muss ich mit dem Hordenschar, ich muss tatsächlich nichts mehr machen. Ich habe tutti kompletti die Sachen fertig. Das war nämlich jetzt, Moment, wir können jetzt mal reinschauen. Oh nice, ich bin gerade so glücklich, ich sag's euch. Mir fehlen halt jetzt insgesamt noch 5 Toys. Eins davon ist jetzt dieses hier. Jetzt sind es noch 4. Und ja, das war das letzte Toy, das mir aus einer Paragon-Kiste fehlt. Quasi habe ich jetzt alle Items aus Paragon-Kisten, bis auf die Legendary-Essenzen. Die fehlen mir noch, aber wie gesagt, die kann ich, oder die brauche ich ja dann bloß mit einem Char farmen, weil das ja, wie gesagt, Char-spezifisch ist. Jetzt brauche ich halt noch, hier muss ich meinen Hals auf 70 kriegen, mache ich wahrscheinlich beim Main. Braufest, das ist jetzt, das Video wird jetzt wahrscheinlich erst ein paar Wochen kommen, weil ich schon ein bisschen was aufgenommen habe. Aber in dem Zeitpunkt ist das Braufest in einer Woche. Also das müsste ich dann relativ gut kriegen. Und was war das letzte? Ach, ja, die Super Saiyajin-Sphäre aus Nordend. Ah, ha, ja, das wird ein größerer Dreck werden. Ja, und die ist quasi noch offen. Das ist dann das letzte. Also da sieht es jetzt schon ganz gut aus. Und Mount-technisch bin ich jetzt bei 599 Mounts. Beziehungsweise wir switchen mal auf den Ali-Char, da müsste ich genauso viele haben, oder? Schauen wir mal. Ja, 599. Und ihr seht, jetzt gehen alle Mounts, die mir fehlen, hier schon in einen Reiter rein. Da oben sind schon die, die ich habe. Und da ist sogar noch eins dabei, dass ich, ja, dass ich kann, dass ich quasi gar nicht im Spiel kriegen kann, weil das irgendwie eine Anzeigegeschichte ist. So, jetzt schauen wir uns aber den Schnappdrachen nur an. Schnappdrache hier, das ist der Königliche, den ich jetzt eben mit dem Hordenschar rausgezogen habe. Das ist dieses schicke Ding hier.
Was hat das für ein Mount Special? Okay, es schreit einfach nur. Es kann auch nicht fliegen, falls ihr euch das fragt. Also, es ist eigentlich klar bei dem Viech, aber nein, es ist ein Boden-Mount. Ja, sieht ganz nett aus. Ich habe schon zwei Schnappdrachen, habe ich ja auch schon ein Video gemacht. Und das Toy, komm, schauen wir uns das Toy mit dem Hordenschar an. Wo haben wir es denn? Spielzeuge, irgendwas mit Blut hieß es doch, oder? Für den Blutgott. Okay. Ach, ja, das kann nicht funktionieren. Für den Blutgott, was macht es? Ihr geht einen blutigen Handel mit dem Blutgott ein und werdet für 15 Min. Oh, du bist ein Bluttroll? Das ist nice. Die sehen nämlich ziemlich geil aus. Das ist tatsächlich ein geiles Toy. Sexy hier. Was haben die denn für Füße? Okay, die Füße sind jetzt nicht so geil, aber so vom Ding. Bluttrolle, die haben halt was, ne? Also die als verbündetes Volk, da würde ich auch ganz gerne einspielen. So, warte mal, jetzt setzen wir den mit dem hier das Toy auch nochmal ein. Um zu gucken, ob es da verschiedene Models gibt. Okay, nee, ich behaupte das gleiche. Also es ist anscheinend, es ist wahrscheinlich das gleiche Model. Vielleicht gibt es auch noch eine männliche Variante, wenn man einen männlichen Char hat. Gut, okay. Das war's dann mit dem Opening soweit. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, jetzt kommen wahrscheinlich nur noch von den beiden neuen Dingern Openings für die Legendary Essence. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und schreibt mir gerne in den Kommentaren, was euch noch so fehlt von den Paragon-Kisten. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.